Wir machen den weiter mit unserem Fake-Stoffer, nämlich Paul ist ein Lappen. Er gibt meine Oberarmmessung. Thunfisch, Digga. Was ist das wieder für ein Titel, Alter? Let's go. Tiefer darf er nicht mehr, tiefer darf er nicht mehr, tiefer darf er nicht mehr. Es flackert nun gerade. Es flackert gerade komplett. Was flackert, Digga? Ja. Einen wunderschönen guten Tag auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Wir befinden uns in Gummersbach. Es ist mal wieder Booster. Nein, Justin ist noch kein Profi. Party, dementsprechend sauf ich jetzt auch schon meinen Crank. Wir gehen rein, ich trainiere heute Push. Wir gehen heute den schwarzen Mann und den Lappen namens Paul besuchen. Mal gucken, was das gleich noch so gibt. Ich soll noch vermessen werden. Wayne hofft darauf, dass ich ihn... Allein, egal welcher Fitness-YouTuber das Wort Paul in den Titel nimmt, sofort denkt man an Paul Unterleitner, Alter. Und sofort hat das Video, naja, selben Aufrufe wie immer. Wenn ich jetzt sogar Oberarm habe, ich glaube noch nicht dran. Von daher, lass uns anfangen. Sie wissen schon, dass Rauchen vor dem Sport nicht gut ist. Eggmuffin TV, ich schwör's dir, eigentlich wollte ich nie auf dich eingehen. Du hängst fast in jedem Stream und schreibst nur, ich schwör's dir, nur negative Scheiße rein. Ich glaube, du hast ein echt scheiß Leben, Digga. Wirklich, du hängst in fast jedem Stream und schreibst immer nur Negatives rein. Ich klatsch dich gleich da weg, dass du gar nicht mehr schreiben kannst. Einfach, weil du meine Laune kaputt machst, Digga. Ich schwör's dir. Gut, der ist dampfe. Ich hab schon immer gedacht, der ist sau hässlich. Kinder raucht nicht, erst recht nicht vor dem Training. Aber wie man sieht, hier raucht niemand. Ne, Paul? Was? Richtiges Dumm. Alle am Rauchen, Digga. Doch, Jimmy, wird noch mehr vom Training geraucht als geballert. Was? Ja. Pendlum auf... 90 Grad, Hälfte von deinem Körpergewicht. Willst du mich umbringen? Ja, genau was du willst. Ich will nee, ich kam gerade vom Sport und esse. Hä? Hä? Gute Besserung, Brudi. Ich kann mir beibringen, dass du einfach mal schaffst, auf einer Stelle zu stehen. Das ist ADHS-Diskriminierung, das weißt du, ne? Mehr gibt's nicht zu sagen. Wunderschönes Clusterdextrin und ERAs im Training. Wie das immer so ist, muss ich auf meine Kalorien kommen. Immer nur so schmal aus, Alter, der Thunfisch. Irgendwas stimmt da nicht. Heißt erstmal entspannte 50 Gramm Cluster im Training saufen und 15 Gramm ERA, wenn man auch ein bisschen Performance hat. Ich glaube, die hier brauche ich jetzt nicht. Booster scheppert schon, Gleichgewicht verliere ich, hervorragend. Auch mal wieder hervorragend, dass ich heute keine Kopfhörer dabei habe. Ey, diese Brötchen sind unfassbar geil hier in Polen. Boah, ich glaube, ich fresse die jetzt jeden Tag zum Frühstück. Voll lecker. Ja. Dann siehst du halt aus wie ein Lean Bulger, ne? Lean Bulger. Kleiner Tipp für Leute, die das Problem haben, ihre Brust zu spüren. Macht einfach mal vorm Brusttraining ein bisschen Butterfly. Oder wisst ihr das schon seit 3 Jahren? Auch schon mal ein bisschen Blut und Gefühl in der Brust. Man redet immer so von Isolationsübungen. Das ist natürlich Quatsch. Alles Bullshit. Schwer und falsch. Ja, das Video hieß tatsächlich so. Mir wurde das auch angezeigt. Die haben den Titel geändert. War vielleicht für den einen oder anderen hier mal wieder, musste sich wieder jemand einen Stock aus dem Arsch ziehen. Ne? Warum habe ich schon wieder so viele Adern überall? Ja, Adern sind nett. Und bevor William sich in der Reaction wieder aufregt, ich muss Montag zum Friseur, ich weiß. Ach ja, und wenn ihr Probleme habt beim Butterfly, eure Wurst zu spüren, ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, weil die Haare immer so beschissen sind. Heißt nicht so, sondern dreht die Hand so ein bisschen nach unten, dass sie so einen 45-Grad-Winkel hat und der Ellenbogen unter der Hand ist. Das bringt ein bisschen was vom Gefühl her. Ich fange jetzt nicht wieder an zu klugscheißen wie Dr. Brosep. Die Jungs machen hier eine Pendulum-Challenge und ich habe mich gut drum gedrückt. Sagen wir es mal so, ich mach's. Gibt es keine Pendulum-Challenge mit Frauen, Alter? Wäre doch viel interessanter. Quatsch nicht. Gefühl habe ich gut in der Brust. Du hast schon gut Blut drin. Jetzt so 3, 4 Aufwärmen. Ich streame jetzt gerade seit 29 Minuten. Setz dann auf Schrägbank und dann gucken wir mal, wie viel heute geht. Ziel sind eigentlich 60 Kilo pro Seite. Mal gucken, ob ich das heute schaffe, weil ich habe immer noch kein Kreatin drin. Aber dafür Stoff. Thunfisch unterwegs mit der Hose von Roswitha Rühl, sehe ich gerade. Geil. Ja, ist mir gerade auch aufgefallen. Hautbild ist wirklich ein bisschen schlechter geworden, kommt mir vor, ne? Bei Thunfisch. Alles sehr sanft. Das sind zarte Platten. Da muss man mit Gefühl rangehen. Dieselben haben wir bei uns in der Kraftfabrik auch. Erster Arbeitssatz, erstmal Ruhe, Pause machen.
Danach kann ich mich komplett zerlegen. Ich brauche ein bisschen Bums im Training, deswegen vor dem ersten Arbeitssatz schön vernünftig Pause machen, damit es gleich knallt. Und wenn es nicht knallt, bin ich halt ein Lappen. Guter Mann, ganzer Stack. Ganzer Stack, guter Mann. Wie viele machst du damit? Alle? 10 und 15, mal gucken. Das ist gut. Ist das der Paul oder wer? Ja. Gut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, weiter. 11, 12. Aber mach das Gerät nicht so kaputt, Junge. 13, weiter. 20 machst du. Da fallen schon Sachen runter vom Gerät, Alter. Komm. 4 Stück noch, komm. Nee. Wäre das mein Fitnessstudio, ich würde den Typen direkt rausschmeißen. Was lässt du da die Scheiben so knallen, Junge? Was soll das denn? Komm, ganz hoch. Er soll echt aufhören. Aber Shaker, das stellt mir jede zweite Woche runter. Ja, warum stellst du doch jedes Mal da oben hin wie so ein Dulli? Ja, wenn es Content gibt, dann wird es Content geben. Mal gucken, ne? 60 Sekunden Pause und dann der Backoff hinterher. Klimantrainingssystem. Das ist überhaupt gar nicht unangenehm oder so. Nur mit 60 Sekunden Pause direkt den nächsten Satz machen. Ach ja, das... Heul nicht rum, Junge. Trainier. Ja, Hautbild ist echt schlechter geworden. Krass. Das YouTube-Video hat jetzt 30.000 Aufrufe. Erstmal danke dafür. Ich komme tatsächlich mit dem Kommentare lesen gerade nicht hinterher. Es sind über 200 Kommentare drunter. Wenn was will. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle bei 4 Videos am Tag. Ganz wichtiges ist, schreibt mir auf Instagram. Lass doch gerne ein Abo-Ivi auf dem Kanal hier da. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram, dann. Ey, der hat aber jetzt, glaube ich, die 10.000er-Marke geknackt, ne? Ja, 10.800 sogar. Krass. Letztens war da noch eine 9.000. Glückwunsch, Thunfisch, Digga. Habt ihr auch die Möglichkeit, so mir zu schreiben und so? Weil auf Instagram beantworte ich tatsächlich eigentlich alles an Nachrichten innerhalb von 12 Stunden meistens. Maschallah, der Arbeitstier. Ich werde jetzt genötigt für die Scheiße. Da, die kommen dann drumherum. Ich hatte 83,9. 83,9. Du weißt, wie lange ich keine Beine mehr trainiert habe, ne? Das ist laut. Wenigstens einer. Wenigstens einer glaubt an mich. Zweit. Ja. Und hoch. Und den 90 Grad runter. Warte. Und stopp. Boah, da hätte ich ja mal gar keinen Bock. Die haben da aber auch immer Challenges, ne, in diesem Studio, Alter. Pendulum-Challenge, dann Autos haben die mal gezogen, Alter, auf dem Parkplatz. Wahnsinn. Die Fragen, die ich eh schon im Chat habe, die gehe ich jeden Tag durch. Meine geht was unter, ist normal. Aber Nachrichtenanfragen, also die mir das erste Mal geschrieben haben, das wird gerade ein bisschen viel. Da gehe ich nicht auf alles ein. Vor allem gehe ich nicht auf Sachen ein. Digga, es gibt bestimmt 40 Leute am Tag, ich weiß nicht, wer das ist, die schicken mir einfach Reels. So, als ob ich meinen Kumpel ein Reel rüberschicke. Da kann ich auch nicht, Digga, so viel Zeit habe ich gar nicht, um mir jedes Reel anzugucken und dem dann noch darauf zu antworten. Sowas wird von mir leider ignoriert, tut mir leid, geht einfach nicht. Da müsste der Tag 48 Stunden haben. Da sind die Beine Pudding, Alter. Wisst ihr, was das für ein Schmerz ist, Alter? War er gut? Alles gut. Es flackert nur gerade. Es flackert gerade komplett. Es flackert gerade komplett. Ist er noch hier noch nicht ganz nüchtern von seinem letzten Rave? Oder flackert hier alles von einem Satz halten an der Beinpresse, einmal an der Pendulum-Squat? Thunfisch, was ist denn los, Junge? Alles gut. Oh, er ist noch voll von seinem letzten Rave. Voll noch drauf, Alter. Yoshi, danke dir fürs Prime-Abo. Da kannst du schon Depressionen kriegen ab und zu. Bei dem dünnen Ärmel auf jeden Fall. Ich habe Roswitha Rühl-Shorts an. Markus wäre stolz. Da darf man rülpsen, furzen und spucken. Und ganz viel stöhnen. Außerdem muss man spucken. Hier schön alles voll schwitzen, ist eigentlich schon mit der Feder.
Rülpsen, was hat er gesagt? Rülpsen, stöhnen, spucken und furzen, Alter. Geil. Dass ich mit Handtuch trainiere. Joy Boy Nika. Dein Account könnte auch irgendwie aus Thailand stammen. Aus Bangkok. Sorry, Digga. Irgendwie komischer Name. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Der Crank scheppert echt gut. Ey. Ich habe heute Focus Crank Pump Pro und Crank Focus Pro. Geht gut, geht gut. Wenn ihr die auch haben wollt, kauft Thunfisch bei ESN, damit bekommt ihr immer den besten Rabatt und unterstützt dieses gesamte wunderschöne YouTube-Projekt hier. Und wir machen jetzt Butterfly. Dann mache ich noch ein bisschen Trizeps und dann sind wir hier durch. Sonst halten wir hier alles auf. Ja. Lutsch meine Eier! Ist noch schön, richtig schön verschwitzt. Bisschen geil wurde ich schon. Und das finde ich total geil. Ich bin nie auf Stress unterwegs, Digi. Aber bei Thunfisch-Video, da steigt halt das Östrogen und ich krieg voll die Spiegelschwankung, ne? Bisschen geil, würde ich schon. Richtig toll, gerade habe ich noch rumgejammert, dass ich Schulterprobleme habe und jetzt holt sich mir die halbe Schulter weg. Aber ich hatte keinen Schmerzen. Ich hasse dich. Warum? Für die Aktion von gerade. Oh, 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 ich hab was entdeckt. Hat Thunfisch eine Freundin? Hat Thunfisch eine Freundin? Halbe Schulter weg. Aber ich hatte keinen Schmerzen. Ich hasse dich. Aha! Aha, Thunfisch! Erwischt! Wer ist denn die Dame hier? Die Kamera hält, Junge! Aha! Natural, Veggie Sepp, danke dir fürs Prime-Abo. Digga, ich sehe auch alles, ne? Guck mal, die sieht man nur eine Sekunde im Bild. Ich hab's gesehen. Guckt euch das mal an. Für die Aktion von gerade. Was mich zu der Scheiße gezwungen hat. Also hat sich das Stoffen beim Thunfisch wenigstens gelohnt. Jetzt hat der wenigstens eine Frau an seiner Seite. Mir ist klar, dass wir das Video nennen, ich habe Angst vorm schwarzen Mann, ne? So, Titel steht damit auch. Bestätigung habt ihr gerade gesehen. Habe ich jemals erwähnt, dass ich meine Trizepsansätze hasse? Die sehen aus wie die von Markus Rühl. Komplett flach zur Schultern weg. Wenn die aussehen würden wie von Markus Rühl, Digga, dann würdest du die bestimmt nicht hassen. Der Mann hatte trotzdem 60er Oberarm. Keine Ausrede, weil im Zweifelsfall gibt es auch noch Synthol für den Bizeps. Da gab es tatsächlich jetzt einen Podcast. Das wäre ein geiles Selbstexperiment für Thunfisch. Synthol einfach im Bizeps knallen. Irgendein Ami hat das erzählt. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall war da halt die Frage so, in welchen Bodybuildern stand auf der Bühne, die Synthol benutzt haben. Der zieht dann halt so ein paar Namen auf und der Typ, der die Frage halt gestellt hat, hat gemeint so, ja und Markus Rühl. Und da wurde er dann halt einfach so sehr verlegenes Schweigen. Der Bizeps sieht bei Markus eh schon komisch aus. Also das hat nicht so unbedingt was mit... Boah, wenn Markus das sieht, hat der den hier solche Sachen unterstellt, der Legende Markus, ne? Wenn der das sieht, Alter. Dem Volumen zu tun, sondern wie ein Muskel sich bewegt, wenn er angespannt wird. Daran kann man das erkennen. Wie oft musst du heute noch essen? Soll ich dir was sagen? Hm? Wenn ich 130 Kilo wiegen will, dann wiege ich 130 Kilo. Wenn ja, ich 125 Kilo. Was da los? Einfach drei Werbungen hintereinander. Digga, was da los? Einfach mal 3,99 Euro in die Hand nehmen und 30 Tage lang keine Werbung haben. Das ist am Tag, wie viel sind das? 39 Cent. Nee, weniger. Was laber ich da? Mathe war nie meine Stärke. Wenn selbst wenn ich 110 Kilo wiegen will, dann mache ich das. Ja, aber weißt du, woran das liegt? Woran? Wachs und Insulin. Das stimmt nicht. Das war auch damals so, wo ich noch kein Wachs und Insulin genommen habe. So was wird doch hier niemals irgendjemand nehmen. Ich bin drauf. Hä? Was genau. Du darauf? Du bist wieder Shredditor, Alter. Das sieht man direkt. Kann doch nicht wahr sein. Ich komme aus meinem T-Shirt nicht raus. Ich habe Brust trainiert. Warum habe ich Pump im Blatt? Let's go. Sag, was du drauf hast. Ich will erst mal kurz Form sehen. Ich sehe jetzt so spontan, ne? Genauso trocken wie immer. Also so hart habe ich dich auch wieder auf selten gesehen. Ne? 13 Cent am Tag. Ja, meinte ich doch. Du weißt doch, ich meine hier immer. So, guck mal, Thunfisch.
immer in Form, er soll fressen, er soll mehr stoffen, aber irgendwie ist er immer noch trocken. Wirklich selten. Sieht in 6 Wochen noch genauso scheiße aus wie jetzt. Und dafür ist die Mens Physik gebildet worden. Aber sieht gut aus, ne? Dann will ich den Sport auch nicht machen. Was hast du trainiert? Brust? Brust, Schultern. Schultern. Bist wieder härter, Alter. Das kann doch nicht sein, von einer Woche hast du... So. Boah, die Seite sieht aber gut aus bei dem, Alter. Was hast du wirklich gefressen? Ich hab den Donnerstag habe ich relativ wenig gegessen und ich hatte Montag oder Dienstag. Schon, wann warst du Raven? Du warst am... Mittwoch war ich Raven. Mhm. Hab ich doch gesagt, der war Raven, Alter. Nur mal, dass der Nordrupski ist, Junge. Der war nicht gegessen, der war Raven. Ja. Normal, dass das so scheiße wird, Young, Alter. Du ein Fisch. Donnerstag habe ich zu wenig gegessen. Mhm. Freitag hatte ich 4. Mhm. Guck mal, Donnerstag, Mittwoch, Freitag, Schrott. Wie sah die Woche vor dem Raven aus? Du hast auch gesagt, 2 Tage waren nicht so richtig, ne? Da hatte ich einen Tag, der richtig reingeschissen war, und einen Tag, da hatte ich 4,5. Was heißt richtig reingeschissen bei dir? 2,8. Ja, gut. Weg nach vorne. Spann mal den Bizeps an. Fang erstmal mit dem wichtigen Ding an. Wir können jetzt nicht zu viel hoffen. Ich sag erstmal nichts. Oh, einfach auf Mittwoch, das habe ich mir auch gedacht, Digga. Ich hätte nicht gedacht, also dein Look ist brutal, ne? Kann ja man nicht anders sagen, aber sind die fett, Digga? Wir haben Muskeln aufgebaut. Ja. Ich bin leichter, ja, und härter. Ja. Kinder nehmen keine anabolen Steroide. Ja. Was soll ich dazu sagen? Es funktioniert einiges, das sieht man ja. Man sieht ja wirklich an deinen Bildern, man sieht die Veränderung, da passiert was, ne? Ich meckere immer, weil ich auch den Gedanken habe, es würde immer mehr. Ja, das ist ja das Problem. An den Tagen, wo er am Raven ist, frisst er wahrscheinlich nur die Hälfte, die er sonst essen sollte, und bewegt sich halt unfassbar viel, ne? Da ist er im maximalen Defizit. Und wenn er dann von 7 Tagen, wenn wir jetzt auf eine Woche ausgehen, an dem Tag, wo der raved, zu wenig Kalorien isst er, zu viel verbrennt er. Den Tag danach ist er bestimmt nur am Abgammeln zu Hause, auf Katerstimmung, da frisst er noch weniger Kalorien, die er essen sollte. Und dann haben wir noch 5 Tage in der Woche. Davon zieht der einen nicht durch, weil, keine Ahnung, er schafft es nicht. Dann haben wir nur noch 4 Tage, wo der von den 4 Tagen die 4 irgendwie durchzieht. Aber diese 3 anderen Tage machen diesen Kalorienüberschuss auf die Wochenbilanz wieder zunichte. Und somit befindet er sich gar nicht mehr in so einem großen Überschuss und wird dementsprechend nicht schwerer. Ganz einfach. Guck mal, Wotan, so geht das doch. Danke dir. Ja, das weißt du ganz genau. Absolut. Es würde definitiv, wenn du, wie jetzt gerade aufgeführt hast, deine Mahlzeiten einhalten würdest. Du musst dir halt vorstellen, dass ich mit dem Coaching angefangen habe. Die ersten 6 Wochen liefen ja wirklich richtig, richtig gut. Ne? Und jetzt, ich sag mal so, die letzten 3 kam ich halt ins Stottern. Und das merkst du halt. Mhm. Ich habe sofort halt, klar, ich bin mal mit dem Kreatin raus, aber ich habe halt sofort Gewicht. Das hört sich, als ob der Kreatin benutzt für einen Decknamen für Stoff. Gelassen, ne? Und ich bin halt, ne? Sobald ich halt jetzt bisschen in den Stottern komme, bin ich halt sofort fett. Also glaube ich, weil ich dir einmal richtig Komplimente gemacht habe. An demselben Tag, wo ich dir richtig ein Kompliment gemacht habe für deine Transformation, du warst doch am selben Tag Raven, Alter. Ich schwör's dir. Jetzt gerade musst du Gas geben. Jetzt musst du wieder, ey, 86, 87 Kilo. Das muss jetzt die nächsten 2 Monate klappen. Das muss Brust. Normalerweise, wenn jemand einen Pump hat, also einen brutalen Pump, gerade im Pump, hast du meistens 2 cm Klage. Wenn er im Pump ist, so mit leichtem Pump 1,5 cm normalerweise, ne? Dann ist natürlich die Frage, was hat er für einen Pump? Er hat einen Rückenpump, macht natürlich viel mehr aus bei dieser Messung als die Brustpump. Du hattest, da hast du wirklich am meisten improved, aber so sieht es auch aus. Du hattest 114,5, jetzt hast du hier mit der schlechtesten Messung, ich habe es wirklich drauf angelegt, 118,5. Ja. Was? Wenn du die 2 cm für den Pump abziehst. Ja. Also ich wäre zufrieden gewesen, wenn 1 cm Wachstum da ist. Das macht viel aus, 1 cm Wachstum. Da gibt es gar nichts bei dir, nicht mal 1 cm, Digga. Beim Umfang sind immer schon Kilo, also das ist schon viel, außer jetzt beim Arm. Klar. Das ist wirklich stark. Schulter 0,5 cm mehr. Das kann auch Pump sein, das kann alles sein. Das kann ich nicht 100% sagen. Aber am heftigsten improved hast du halt in den Armen. Brust oder Rücken. Kann man natürlich auch nicht sagen. Ja. Beide sind gleich geblieben. Ja. Aber Schultern, visuell sieht es halt einfach so aus, dass du da auch zugenommen hast. Ja. Es ist halt, man muss immer bei Umfängen Sachen, ich messe eine Linie von der Schulter. Ja. Ne? Ob du jetzt im oberen Anteil, im unteren Anteil, ne, oder beim Übergang zugenommen hast, das messe ich nicht. Ja, das ist für mich nur ein Parameter. Auch bei Oberschenkel. Haben wir irgendwas verpasst oder ist er jetzt sein Coach offiziell? Weil das ist ja gerade ein Gespräch zwischen Klient und Coach, ne? Ich messe einen Teil vom Oberschenkel. Wenn du jetzt hier unten beim Mediales zugenommen hast. Ja. Siehst du halt nicht in der Messung. Genau, kannst du es nicht in der Messung sehen. Aber so ist das echt überraschend dafür, dass du jetzt wieder Raven warst. Und dafür, dass ich so leicht bin. Du bist leichter als beim letzten Mal. Ja. Du bist leichter, du hattest 84,6 beim letzten Mal. Ja. Ja.
Ich habe 700 Gramm abgenommen. Ich glaube, ich habe ein paar Videos von dem verpasst. Also ich habe nicht auf jedes der letzten reagiert, falls er das da gesagt hat. Quasi. Ich habe an Umfängen zugelegt. Ja. Ich hoffe, euch hat das YouTube-Video dann soweit gefallen. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Hast du noch etwas zu sagen? Du bist Coach. Meldet euch bei Dwayne. Dwayne hat gerade seine Expertise so ein bisschen zum Besten gegeben. Wenn ihr einen vernünftigen Coach sucht. Oder er holt sich nur Tipps bei ihm. Keine Ahnung, Digga. Gut. Dieser Mann, Code Thunfisch, bekommt ihr zwar keine Rabatte, aber ein Pimmelbild von... Nein. Ich hoffe... Und das war einfach maximal unlustig, so dass es wieder lustig war. Wir sehen uns dann im nächsten YouTube-Video. Ciao, ciao. Oh, geil. Er hat das offiziell nicht gesagt. Hab die letzten YouTube-Videos von ihm gesehen. Okay, also wir wissen nicht. Vielleicht holt er sich da nur Tipps oder eine zweite Meinung ein. Aber es hat sich gerade ganz angehört nach einem Coach-Klienten-Talk, ne? Ja, Thunfisch, Digga. Was lernen wir daraus? Weniger Raven, mehr Essen. Sonst wird das nie was, Alter, mit der Masse. Und das meine ich ernst. Ist doch scheiße sowas. Hättest mal im Verhör fragen sollen. Wieder was Negatives hier vom Eggmuffin-Mensch. Hätte ich doch mal fragen sollen, Eggmuffin-Mensch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer. Den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen, .com ist jetzt online, dann könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.